Ach ja, wir wollen noch Babos Dokumente, dann gehen wir mal in die Fabrik. Und dann sehen wir uns die Flasche. Ein Glasrohr. Wunderbar. Können wir hier schon mal ein Teil zum Zoomen benutzen. Ein Vergrößerungsglas. Now we can plan a proper sabotage. To the blackboard. Na also, jetzt muss ich die Dinge auseinandernehmen. Beginne an einem farbigen Punkt, verbinde die Punkte und fahre dabei genau einmal über jede Linie. Nein, verdammt, das war es nicht. So, so, so. So, 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 so. Okay, dann muss ich hier anfangen. So. So, 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 so. Natürlich gibt es hier auch wieder verschiedene Lösungsansätze. You've solved the equation. It's so obvious now. The only thing standing between us and the machine is Barber himself. A mechanical myriapod. We could use it to lure Barber out. Let's go. Locke Barber heraus. Der mechanische Dietrich. Ne, Inksstift. War der für hier wichtig? Nein. Jetzt bin ich falsch gelaufen. I can fix it, but it needs a memory module and a tail. Okay. Wasser hier war ausgetrocknet. Jetzt nicht mehr. Ach so, hier, wir brauchen ein neues Glasrohr. Einmal ein neues Glasrohr. Ach so, ja, vielleicht ist etwas rein. Und ab die Post. I can fix it, but it needs a memory. We should reprogram its brain first, otherwise it rattles. Okay, einmal Gehirn. Ja, gut, wir holen jetzt noch das Tier von hier unten. Gut. So, jetzt haben wir. Ach so. Jetzt habe ich ja nur den mechanischen Fisch geholt. Wir wollen ja auch noch den Schwanz des Tieres. Dazu müssen wir natürlich in den Lagerraum. Und hier nochmal ein paar Einzelteile sammeln. Deshalb waren da beim letzten Mal auch schon die ganzen Füße. Und sonst auch schon so manches Teil, wo hier nicht richtig reinpasst. So, was brauchen wir jetzt noch? Die Winde tatsächlich?
Hier brauchen wir noch ein Füßchen. Und hier brauchen wir noch zwei so. Solche Teile, so. Und schon haben wir den 1000-Füßler-Schwanz. Ach, habe ich jetzt das eine. Ach, den habe ich ja schon reingemacht. Jetzt kann ich hier hinten nämlich suchen. Machen wir einmal das und das. Auch wenn ich das noch gar nicht gelesen habe. Das hier sieht mir nach etwas zum Mitnehmen aus. Und das hier. Die Radioantenne. Ach so, ja, elektrische Funke. Ein Buch. Ein paar Manschettenknöpfe. Ein Rechenschieber. Barbus Symbol. Das finde ich jetzt gerade nicht, aber wir brauchen auf alle Fälle noch Blumen. Eine Gleichung ausrechnen. Wir brauchen noch irgendeine Taschenuhr. Hier, Taschenuhr. Jetzt brauchen wir noch Bücher. Und jetzt brauchen wir nur noch Barbos Symbol. Hat sich das schon irgendwo gesehen? Dieses V. Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Da. Mit der Maus drauf. Mechanischer Vogel. Vertausche die Felder, um die Zahnräder zusammenzusetzen. Sammle sie dann ein. Auch die Tiere können Zahnräder verstecken. So. Der hat auf alle Fälle hier eins drin. Und du musst noch deinen Kopf einziehen. Und wir bekommen unsere Lochkarte. Oder? Ah, steht nur Maschinenkarte dran. Fülle die Reihen und Spalten den Zahlen entsprechend auf, um den 1000-Füßler neu zu programmieren. Dann haben wir hier 2 und 2 und dann haben wir hier 2 und 1. Drei und hier haben wir 1. Wir bestimmt 2 und... Nein, weiß ich noch nicht sicher. So, dann haben wir hier 4 und 1. Das war gerade noch irgendein Bug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sind es hier 5. Sind es hier 1 und hier 5 und hier 3, hier 5, 6, 1 und hier noch was.
Umprogrammiertes Gehirn. Neues Ziel, gelang in die Maschine. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das mit den Dampfkäfern war. Stelle in der mittleren Spalte die richtigen Symbole ein. Ach, stimmt ja. Oh. Okay, das war die nach oben, das die nach unten. Ah nein, zurück hoch. Das hier einmal zurück. Nein, dann ging es ja hoch. Süd. Das ließ hier hoch, das hier. Hat die Mitte bewegt. Ach scheiße, das war schon wieder die falsche Richtung. Jetzt aber. So, und dann noch einmal so. Nein, das bewegt ja das mittlere. Wie geht es nach oben? Sehr schön. Hey. Nach vorne war nach unten. Gelöst. We'll need to replace this part. Ja. Einmal. Wie habe ich gedreht?
So. So. So, was haben wir hier noch? Dieses Teil. Das geht hier hin. Das dahin. So, okay. Und dann das hier noch. Hier einpassen und das hier da oben. So. Auf den linken Balkon hier haben wir auch noch einen Dampfkäfer. Ja, hier muss sie sein. Hier haben wir noch einen Meißel. Auf die andere Seite können wir auch noch. Hier ist auch noch ein Dampfkäfer. Und natürlich immer jede Menge Zeug. Eine Thermosflasche. Eine Gartenschere. Ein belegtes Brot. Was? Das Eisen können wir nicht mitnehmen. Aber ein belegtes Brot. Ja. Wenn es sein muss, hätte ich es auch gern. Muss nachher endlich mal Mittag essen. Leuchtpilze, Kopfhörer, Sack Zement. Ein Schloss. Eine Lawine. Ist das der Bohrer? Nein, das ist der Bohrer. Dann Draht und eine 6. Dann haben wir die 6. Da ist eine Rolle Draht. Jetzt brauchen wir noch ein Schloss. Dieses Schloss war vermutlich. Einen Sack Zement gefunden. Hier bekommen wir noch einen Eimer. So, dann kippen wir noch mal den Zement rein. Sollten wir, brauchen wir noch etwas Wasser. Und hier war es sicher. Kein Dampfkäfer. Doch, natürlich war da einer. Der letzte befindet sich dann im Innenraum. Ah, hier, das Rohr ist ein Riss. Wenn ich das etwas weite, könnte ich an das Wasser gelangen. Glucke, glucke, glucke. Ich komme nämlich schon gar nicht mehr weg. So, damit haben wir einen Abdruck. Jetzt brauchen wir noch etwas Ironore. Jetzt können wir auch das Silber, den Silberbarren mitnehmen. Dann das Emblem. Den Handschuh, die Kreissäge, die Spitzhacke. Den Diamant, Maske, Mütze, die Kette, den Adapter, Vulkanglas und Schraubenzieher. So heiß, man könnte den Sand darin schmelzen.
Und wo ist dieser Sand? Ah, hier. Sand. Und jetzt haben wir hier Vulkanglas. Jetzt müssen wir noch hier den Dampf abdrehen. So. Wir bekommen natürlich den Silberbarren. Ah, den müssen wir, muss ich erst schmelzen. Jetzt müssen wir natürlich das wieder hochholen. Zu heiß, dafür haben wir Eisenstange. Dann bekommen wir natürlich das heiße Eisen ins Inventar. Und haben ein neues Zahnrad. Im Innenraum, in den Innenraum der Maschine. Evangeline, hide quickly. You must finish. I got tired of your games, Dr. Ink. Und da ist auch der letzte Käfer. Kein Saft, vielleicht sollte ich die Kabel verbinden. Barbaros raus. Oh, Moment, das ist eine Aussparung in Form von Barbaros Anhänger. Ich habe ihn ja noch. Vielleicht bin ich nicht zum Leben gekommen. Ich komme nicht heran, als ob das jemals ein Problem gewesen wäre. Eine Seilrolle im Begriff, dies könnte ein Weg in die Freiheit sein. Also ich habe jetzt auf alle Fälle ein paar Handschuhe, obwohl sie ja Handschuhe trägt. Ohne einen gefüllten Ladestreifen ist er nutzlos. Dieser Nagel steckt zu fest im Boden. Verbinde jeweils zwei Symbole mit Hilfe von Kabeln, um die angezeigten Figuren zu bilden. Für Rot sollte ich einmal dieses hier haben und dann sollten wir das in die andere Richtung haben. Ach, da hängt jetzt das Blaue dran. Für Blau brauche ich das und den und einen Querstrich. Oder einen Halbkreis. Dann haben wir für Grün. Das hier und wie das Kabel hier wegfliegt. Und das X. Und dann haben wir hier ein Quadrat. Und ein halbseitiges Dreieck. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Stabilisiert, oder? Hier ist auf jeden Fall noch ein Nagel. Oder kann die Krähe raus? Ach nein! Ich habe jetzt ja eine Erschütterung. Es gab jetzt eine Erschütterung. Ich komme nicht heran, als ob das jemals ein Problem gewesen wäre. Wir brauchen nochmal die Nägel. Was sagt die dazu? Aua, das sollte ich besser nicht anfassen.
Ich fühle mich wie in der Uhr des Schicksals. Ja, wo brauche ich die Nägel? War hier oben noch was? Oder kann die Krähe? Ach ja, die Krähe konnte darüber. Und jetzt. Bevor ich da drauf steige, falle ich gleich mit in die Tiefe. Ersehe nicht, wie festig es irgendwie. Versuche etwas anderes. Was? Versuche etwas anderes. Wie soll ich etwas anderes versuchen? Hä, muss ich da noch etwas machen? Ach, das ist eine Nagelpistole. Da ist ein Übersetzungsfehler. Kein Ladestreifen, sondern ein Munition. Oder eben. Ja, Munition eben. Und jetzt können wir hier. Hui! Ziel erfüllt, ein letztes Beben. Managed to escape as the cave ceiling collapsed. But we made it out all together. Me, Ink, and Matthew. And we ensured that Barbara will get the punishment he deserved. In the end, we made the world a safer place. Geschichten aus dem Uhrwerk, die Geschichte von Glass und Ink Sammler Edition. Ja, damit sind wir mit der Hauptstory durch, aber wie ihr gesehen habt, gibt es in der Sammler Edition wie immer die Bonusquest. Ja, also. Ich weiß nicht mehr, wie lang der war. Ja, ich lasse gerade noch schnell den Abspann fertig laufen. Ich hoffe, der wiederholt sich nicht. Ein sehr schönes kleines Wirbelbildspiel. 3 Stunden Spielzeit, also jetzt die Hauptstory 2,5. Wir haben auch ein bisschen gecheatet, also Tipps benutzt. Weil ich kann natürlich für stundenlang dran festhalten, sitzen bleiben. Aber naja, was habt ihr davon? Wenn ich hier stundenlang sitze und nicht mehr weiter weiß. Und ich natürlich auch so langsam etwas Mittag essen sollte. Spark Casual Engine. Unterstützt das Spark Casual Engine Technology. Oh nein, muss das auch noch durchlaufen. Als nächstes kommt dann Big Fish Games oder was? Ich hab's bei Steam gekauft. Artifex Mundi. Ja, Publisher halt. Kann noch ein bisschen gehen, aber ist besser so. Ja, super, es ist auch noch die Musik ausgegangen. Aber ich glaube, die graue Eminenz ist jetzt das letzte gewesen.